Alle Lieben, schön, dass ihr bei meinem Food-Adventskalender mit dabei seid. Heute kommt Türchen Nummer 7 und hinter Nummer 7 versteckt sich ganz leckere Sacherherzenplätzchen. Viel Spaß! Für diese Herzen brauchen wir also für ca. 40 Stück 300 Gramm Mehl, 20 Gramm Backkakao, 200 Gramm gemahlene Mandeln, 160 Gramm Zucker, 3 Eigelbe, etwas Vanilleextrakt, einen Teelöffel Rum, 230 Gramm Butter. Und für den Belag brauchen wir 300 Gramm Aprikosenmarmelade, 400 Gramm Marzipanrohmasse, 2 Becher Schokoladenglasur in Vollmilch und etwas Zartbitterglasur und natürlich einen Herzausstecher. Ja, als allererstes machen wir den Teig. Dazu gebe ich das Mehl auf eine Arbeitsfläche. Und da kommen dann die Mandeln dazu. Der Zucker, also einfach drum herum schütten. Ihr könnt es aber auch in einer Maschine machen. Also ihr müsst es nicht wie ich mit der Hand durchkneten. Dann kommt der Backkakao dazu. Die 3 Eigelbe kommen in die Mitte, wo ich die Mulde gemacht habe. Da gebe ich dann das Vanilleextrakt mit hinein. Und den Rum. Den Rum könnt ihr übrigens auch weglassen. Also ich hatte hier jetzt Rumarak, denn ich hatte keinen Rum da. Also von Rumarak wenig nehmen. Und ja, wie gesagt, Rum könnt ihr auch weglassen, wer das nicht mag. Dann die Butter habe ich in Stücke geschnitten oder in kleine Stücke. Die ist übrigens hart, also die sollte fest sein. Die verteile ich einfach ringsrum. Und dann ist mein Türmchen fertig. Und dann heißt es kneten, kneten, kneten. Ich mach Plätzchenteige immer lieber mit der Hand als wie mit der Küchenmaschine. Warum auch immer, keine Ahnung. Ist eigentlich anstrengender, weil man knetet ja doch schon eine Zeit lang. Ja, den kneten wir so lange, bis wir einen richtig schönen, schokoladigen, festen Teig haben. Der sieht so aus und der darf jetzt seit gute 3 Stunden in den Kühlschrank. Nach dem Kühlen nehme ich mal ein Stück davon und rolle ihn dann so 2 mm aus. Ihr müsst ihn nicht dicker ausstechen, denn es werden auch, da kommt dann noch eine Marzipandecke drauf, also der Keks wird hoch. Ja, dann steche ich ihn aus mit meinem Herzausstecher. Die Größe ist eigentlich relativ egal, wie groß ihr sie haben wollt. Nehmt einfach das, was ihr daheim habt und stecht dann eure Herzen aus. Wie ihr gesehen habt, hatte ich auch noch große Sternausstecher. Also ich habe Herzen und Sterne gemacht. Ja, ich löse dann die Herzen meistens noch mit dem Messer. Manchmal klebt es, manchmal klebt es nicht, je nachdem. Und dann dürfen die backen bei 175 Grad Ober- und Unterhitze für 10 Minuten. So sahen sie dann aus. Nach dem Backen komplett auskühlen lassen. Dann geht es weiter mit dem Marzipan. Den müssen wir natürlich auch vorher ein bisschen durchkneten. Und Marzipan knete ich oder knetet man eigentlich immer mit Puderzucker. Also ihr braucht auch noch ein bisschen Puderzucker. Ja, einmal kräftig durchkneten. Und den ebenfalls dann ausrollen. Und zwar würde ich sagen, auch so 1-2 mm dick. Oder je nachdem, wie dick ihr die Schicht Marzipan haben wollt. Also es gibt ja welche, die lieben Marzipan über alles. Dann dürft ihr es ruhig ein bisschen dicker drauf machen. Dann nehmt ihr dieselben Ausstecher wie vom Keks und stecht dann beim Marzipan auch die Herzen aus. Und zwar genauso viel, wie ihr an Keksen habt. Ja, und dann geht es auch schon los ans Schichten. Als allererstes kommt die Aprikosenmarmelade auf den Keks. Meine Aprikosenmarmelade ist jetzt in einem Topf, weil ich sie ein bisschen erhitzt habe. Damit nicht Aprikosen. ich habe sie in den Topf gegeben, ein bisschen erhitzt, da lässt sie sich leichter verstreichen. Also den Keks mit der Marmelade. Ihr könnt übrigens auch andere Marmelade nehmen. Und dann das Marzipanherz darauf legen. Und dann ist der Keks so gut wie fertig. Ich habe jetzt hier meine Vollmilchschokolade nach Backungsanleitung geschmolzen. Sacher ist ja normalerweise Zartbitter. Ihr könnt auch Zartbitter nehmen, aber ich bin jetzt da nicht so der Fan davon, von Zartbitter. Deswegen habe ich Vollmilchschokolade genommen. Ihr könnt aber auch Zartbitter nehmen. Also nehmt einfach das, was ihr wollt. Da tauche ich den Keks so ein, dass er komplett bedeckt ist. Schüttel das Ganze ein bisschen ab. Und lasse den Keks dann trocknen. Und so sahen sie dann aus.
Dann habe ich hier meine Zartbitterschokolade, ein bisschen was. Das gebe ich in einen kleinen Spritzbeutel und dann spritze ich einfach so Streifen. Und wie das geht, das zeige ich euch hier. Geht eigentlich ganz einfach. Einfach rüber, 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 rüber. Und das machen wir dann mit den ganzen Herzen und auch mit den Sternen. Ja, das lassen wir dann trocknen und dann sind ganz schöne und mega leckere Sache, Herzenplätzchen, fertig. Also dieses ist ein kleines bisschen Arbeit, aber das kann schon mal sein und die kann man auch wunderschön verschenken. Also was heißt wunderschön, die kann man richtig toll verschenken, einfach schön entweder in eine Schachtel geben, Döschen oder in Papier. Und dann ist das ein total schönes Do-it-yourself-Geschenk. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch eine tolle Weihnachtszeit. Passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss.